Moinzen meine Lieben, was geht und damit herzlich willkommen zum Solar Eclipse Summit. Belohnungstechnisch erstmal kein spannender Summit mit ein paar Ersatzteilen, ein paar Legendenpunkten, dem Lotus Evora GTE und einer Unterbodenbeleuchtung, die ehrlich gesagt ein bisschen langweilig aussieht. Nicht allzu besonders. Ich muss mich vorab schon mal für meine Stimme entschuldigen. Ich weiß, ihr hört das, meine Stimme ist schon wieder rau wie Scheiße. Das heißt, ich bin heute ein bisschen wackelig. Ich werde versuchen, näher am Mikro zu bleiben und so ein bisschen stimmschonender zu sprechen. Ich hoffe, das hilft ein wenig. Eventtechnisch haben wir hier tatsächlich allerdings ein bisschen Spaß und ein bisschen Krampf vor uns. Wir haben ja wieder unbegrenzt Nitro in diesem Summit. Also es ist wirklich ein bisschen tricky, das alles sauber hinzubekommen. Ihr werdet es gleich sehen. Vorab lasst natürlich gerne wie immer ein Abo da. Das ist ja das Einzige, womit man YouTuber heute noch wirklich unterstützen kann, wenn man mal von einem Like und einem Kommentar absieht und der Watchtime und dem ganzen anderen Kram, den ihr so aus Liebe hier lasst. Und danke dafür. Und dann wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß beim Video und viel Glück beim selber Spielen. Ihr werdet es wahrscheinlich diesmal brauchen. Okay, wie ich gerade schon sagte, es handelt sich wieder mal um einen Summit mit unbegrenzt Nitro. Und wie beim letzten Mal heißt das, unser Nitro-Mischer ist am besten auf rein und frenetisch kalibriert, wie ihr das jetzt hoffentlich über mir gesehen habt. Das heißt tatsächlich am besten. Wenn ihr den nicht habt und ihr fahrt mit eurem pur Extraportion, funktioniert das auch. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen weniger Punkte machen, aber ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, Platin nicht zu schaffen, wenn ihr jetzt nicht für jede Klasse einen neuen Nitro-Mischer kalibriert. Das braucht ihr nicht unbedingt. Ansonsten ist das tatsächlich ein bisschen anders als beim letzten Summit. Wir haben zwar wie das hier auch ein paar High-Speed-Events, aber die Events sind ein bisschen kniffliger als beim letzten Mal, als es so ein Summit gab. Was bedeutet, wir müssen auch mehr Kurven fahren und mehr Handling mit reinbringen, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Wir müssen also tatsächlich eine Art Progress erbringen in einem Summit, der quasi nur auf Topspeed ausgelegt ist. Gut, die erste Strecke ist noch relativ simpel. Ihr seht das, man kommt durch die Kurven eigentlich relativ locker durch. Bisschen kniffliger kann es werden bei ca. 50%. Hier ist eine enge Linkskurve. Früher mussten wir da ordentlich bremsen oder einen Powerdrift machen. Da wurde allerdings oben auf dem Parkplatz ein PKW entfernt und deshalb können wir da jetzt ein bisschen durchcutten. Und das Ganze funktioniert auch ganz gut Topspeed. Wirklich in die Eisen gehen tun wir dann bei etwa 60% einmal, damit wir da um die Kurve rumkommen. Im Endeffekt sieht man hier schon ganz gut, wie der Summit funktioniert. Wir müssen tatsächlich immer so viel Nitro geben wie möglich, um unseren Topspeed zu halten. Hier zum Beispiel ungefähr 400 km/h. Aber gleichzeitig müssen wir eben gucken, dass wir die Autos auch kontrolliert um die Kurven bringen. Und das bedeutet, immer volles Nitro geben ist hier gar nicht das Beste. Ja, die Schwitzer werden das meiste so fahren, aber das gilt halt einfach nicht für den Durchschnittsspieler, der das Summit bestehen möchte. Hier gilt tatsächlich so viel wie möglich, so wenig wie nötig, wenn das der richtige Ausdruck dafür ist, aber ich denke schon. Das heißt, guckt, dass ihr wirklich sauber um die Kurven rumkommt und gebt Nitro auf Strecken, wo ihr es euch auch wirklich leisten könnt, wo es euch nicht unbedingt direkt das Rennen kostet, okay? Das zweite Rennen ist dann schon ein bisschen kniffliger. Wir müssen mit dem Camaro in Racing fahren. Das Auto ist zwar ziemlich gut, aber hat tatsächlich auch so seine Nachteile, wenn es zum Beispiel zum Thema Offroad-Fahren kommt. Und genau das müssen wir hier an ein, zwei Stellen allerdings tun. Und das ist ein bisschen, naja, sagen wir halt einfach wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Das Rennen startet relativ einfach, wir können wieder direkt raus beschleunigen, ruhig direkt hochschalten, vierter, fünfter Gang, voll Nitro durchdrücken, voll auf Tempo gehen, das ist am Anfang überhaupt kein Problem. Es wird allerdings gleich dazu kommen, dass wir ein, zwei Offroad-Cuts machen müssen und dazu vorab schon mal ein Haupttipp. Lenken im Offroad ist mit Racing der Tod. Das heißt im Klartext, wenn ihr es gut macht, solltet ihr im Racing am besten Offroad gar nicht lenken müssen. Sollte es dann dazu kommen, dass euer Auto wegrutscht, habt ihr eigentlich nur noch mit Direct Mode die Möglichkeit, das Ding halbwegs unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, so sanft gegenzulenken, dass ihr das Auto abfangen könnt. Auch das funktioniert nicht wirklich gut und ist nicht wirklich einfach. Aber, kleine Info am Rande, ich fahre ja gar nicht mehr im Direct Mode. Also wer jetzt denkt, ja gut, Direct Mode, dann kann ich es eh vergessen. Ich bin nicht mehr im Direct Mode unterwegs. Wer meine Lenkeinstellung sehen will, in der Videobeschreibung ist der Link zum WhatsApp-Kanal. Da habe ich das gestern reingeschickt, da dürftet ihr es noch finden können. So, ansonsten seht ihr das ganz gut, haben wir hier kurz vor 50% einen langen Offroad-Cut gemacht, mit einfach so gut wie gar nicht lenken, Halbgas, hoher Gang oder sogar Vollgas und Nitro kommt man da aber tatsächlich ganz gut rüber, braucht vielleicht ein bisschen Übung und wirklich diese Ruhe da einfach gar nicht zu lenken und tatsächlich nur im höchsten Notfall ein bisschen gegenzuspielen. So, 70% hätte man ein bisschen mehr abbremsen können. Ansonsten ist die Strecke tatsächlich gar nicht so kompliziert und hier war mehr so das Basic-Thema wichtig. Für die Teile, wo es tatsächlich um die Strecke schwieriger steht, da kommen wir jetzt eigentlich erst zu.
Denn jetzt kommt es zu der eigentlich schwersten Kategorie. Ich glaube, im letzten Summit mit unbegrenzt Nitro war das relativ einfach, aber das Thema Hypercar ist in diesem Fall sehr, sehr schwierig. Hypercars sind extrem schnell und das wird hier zum Problem. Weil ein Auto unter Kontrolle zu halten in Kurven bei knapp 500 km/h und dabei das Tempo nicht verlieren zu wollen, ist quasi unmöglich. Was bedeutet, wir müssen hier tatsächlich sehr, sehr doll entscheiden, in welcher Kurve wir wie viel Tempo mitnehmen wollen und wie viel Kontrollverlust wir uns erlauben können. Ja, ich würde behaupten, ich kann mir mittlerweile spielerisch eine gewisse Menge Kontrollverlust erlauben, weil es immer noch eine gewisse Menge Kontrolle dabei gibt, selbst wenn ich drifte. Ne, so Cuts wie bei 10% hier den Offroad-Cut, den Sprung danach, das muss man halt kontrollieren können. Ist an der Stelle noch nicht allzu schwierig, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Sei es ein Innencut bei 17%, damit man da voll durchdriften kann, das werden nicht unbedingt alle von euch so hinbekommen. Im schlimmsten Fall halt einfach bremsen und versuchen im Gatter da durchzufahren. Ansonsten seht ihr hier ganz gut bei 26% die Linkskurve, da gehe ich auch ordentlich in die Eisen und drifte rum, weil die tatsächlich enger ist, als man denkt. 30% dann Vollspeed reinschießen, respawnen in der Kurve und danach haben wir einen kleinen, etwas schnelleren Teil der Strecke vor uns, wo wir mal wirklich durchdrücken können. Und ihr seht schon, jetzt sind wir wirklich durchgehend auf 490. Sobald ihr das Nitro loslasst, habt ihr ja hier volles Nitro, das heißt, ihr könnt im Prinzip fast schon tippeln. Kleine Nitro-Schübe sind tatsächlich hier das, was am ehesten gewünscht ist. Ich gebe tatsächlich einfach, weil nicht so wichtig meiner Meinung nach, hier tatsächlich meistens das Nitro, bis es quasi leer ist. Lasst dann los und drückt nochmal neu. Es ist aber wohl stärker. Und das ist auch so, wenn man einfach immer nur die erste Hälfte drückt und dann wieder auflädt. So, ihr seht schon, dass ich hier relativ viel auch bei 60% Offroad gecuttet habe. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir so viel Nitro haben, dass wir das problemlos machen können, ohne dabei viel Zeit zu verlieren. Ja? Also wir können komplett durch die Offroad-Szenen cutten, wo das geht. Auch bei 72% habe ich das gemacht. Und danach halt einfach mit Nitro wieder hochbeschleunigen. Ihr seht schon, bei 72% da habe ich ein bisschen viel Kontrolle verloren. Das hat mich Zeit gekostet. Aber so im Generellen könnt ihr euch merken, wenn ihr hier mal ein bisschen Offroad geht, das ist nicht krass dramatisch, solange ihr es bewusst tut und damit quasi euren Speed erhalten wollt. Wenn ihr natürlich ungeplant wegrutscht, wie ich bei 93% und dann Offroad komplett rumslidet, dann bringt euch das keine Zeit. Natürlich ist das nicht gewünscht. Aber ihr werdet spätestens, wenn ihr versucht, das hier selber zu fahren, merken, dass das mit Hypercar tatsächlich deutlich schwieriger ist, sowas zu kontrollieren. Bisschen mehr wird man es auch merken bei der zweiten Hälfte der Rennen. Wieso? Relativ einfach, weil ihr euch die Autos hier nicht aussuchen könnt. Und die Autos, die euch gegeben werden, sind nicht das Wahre. Der Chrysler in Street Tier 2 ist eins der schlechtesten Autos und der Ford GT danach leider auch. Und das bedeutet, wir haben hier echt zu kämpfen. Der Chrysler ist ein wahres Schiff. Das bedeutet im Klartext, stellt euch vor, ihr müsstet mit der Titanic ein Rennen fahren mit engen Kurven. Funktioniert nicht wirklich gut. Was bedeutet, auch hier nutze ich viel die Möglichkeit des Powerdriftens. Muss man nicht, ich glaube die Schwitzer werden wahrscheinlich eher gattern. Meiner Meinung nach macht es das aber einfacher, wenn man es mal gelernt hat. Also Powerdrift-Thema. Für Direct Mode User, ihr müsst nicht Powerdriften, ihr könnt einfach volle Kanne in eine Richtung einlenken, dann rutscht euch der Wagen sowieso quer. Für die Nicht-Direct Mode Fahrer gilt, wenn ihr Powerdrift wollt, Nitro und Handbremse gleichzeitig kurz antippen und dabei in die Richtung lenken, wo ihr hin driften wollt. Und dann bricht euch der Wagen komplett aus. Wirklich nur kurz tippeln. Wenn ihr das zu lang macht, geht euch der Wagen komplett fliegen. Das heißt, lernt das ein bisschen, übt das ein bisschen. Und ihr werdet merken, dass man das tatsächlich dann mit Gegenlenken ganz gut kontrolliert bekommt. Und sich dadurch die eine oder andere Kurve auch ganz gut retten kann. Hat man, glaube ich, hier bei 48% ungefähr war das auch ganz gut gesehen. So, dann kommt eine Passage bei ungefähr 66%, wo wir normalerweise außen rauskappen. Das lassen wir hier, weil auf der Strecke dann eine Mauer anfängt. Bei 70%, dann cutten wir bei 72% einfach rüber in den Checkpoint und respawnen und dann sind wir fast durch bei der Strecke, okay? Ist wieder relativ viel hintereinander, wo man darauf achten muss, dadurch komme ich natürlich mit dem Reden auch nicht immer hinterher, aber ihr seht schon, hier nach kommt nichts mehr und dann sind wir einfach im Ziel. Ihr müsst euch hier ein bisschen tatsächlich auch selber mit den Strecken auseinandersetzen, weil um alles zu kommentieren, dafür passiert hier einfach bei weitem zu viel und zu viele Basics sind noch relevant bei einem unbegrenzten Nitro Summit, das ist einfach so. Gut, Ford GT. Das ist jetzt ein Rennen, das gleichzeitig schrecklich und leicht ist. Der Ford GT ist, glaube ich, auf Platz 67 von 75 Racing-Autos auf dem Ranking, was mal ein Streamer erstellt hat. Also es ist eins der schlechtesten Racing-Autos, so allgemein bemessen. Das Gute ist, wir können dieses Rennen ungefähr so fahren wie im Motorrad-Summit mal vor einer Weile, weil hier sind sehr viele Serpentinen, sehr wenig Topspeed. Und in Serpentinen können wir einfach
reincutten, respawnen und den Rest der Kurve so fahren. Normalerweise würde das mit einem Auto nicht groß Sinn machen, mit einem Motorrad war es halt vorher so, das haben die mittlerweile auch gepatcht, dass man, sobald man kaputt geht, einen vollen, wieder volles Nitro hat. Das brauchen wir hier gar nicht, weil wir haben sowieso immer volles Nitro, also können wir das hier genauso fahren. Das heißt, in den Serpentinen könnt ihr einfach quer reinschießen und respawnen. Ihr seht an der Map unter mir allerdings, dass Toasty das Ganze bis hier nicht gemacht hat und nicht sehr weit hinter mir ist. Also ihr müsst das nicht machen, okay? Das ist, wenn ihr die Kurven sauber fahrt, nicht wirklich wichtig. Bei 31% sieht man dann, wie groß der Unterschied tatsächlich sein kann. Ich habe es gemacht, Toasty nicht, und jetzt habe ich hier ordentlich verkackt und Toasty nicht, und plötzlich ist Toasty ein gutes Stück vor mir, okay? Also ihr müsst diese Respawns nicht nutzen. Ab hier tut Toasty es, glaube ich, auch hin und wieder, aber ich glaube, davor hat das tatsächlich gar nicht getan, wenn ich mich da nicht irre. Und dementsprechend, es ist nice to have, es kann nicht schaden, und wenn ihr die Kurven nicht komplett sauber fahrt, würde es euch auf jeden Fall Zeit sparen. Ob ihr es letztendlich nutzen wollt, bleibt euch überlassen. Ich mache euch da keinen Vorwurf, das ist eine freie Entscheidung. Und wer gut genug fährt, denke ich, dann kann man hier sehen, der kommt auch ohne ziemlich locker klar. Gut, ansonsten bei der Strecke auch wieder ein paar blöde Offroad-Kurven, wo man hier ganz gut sieht bei 70%. Das war nicht so gedacht, ich wollte eigentlich auf die Brücke driften. Funktioniert mit dem Auto nicht. Also da tatsächlich auch, wenn ihr Offroad gehen wollt, bereitet euch darauf vor, dass ihr einfach den Respawn-Cut macht. Es ist deutlich leichter. Gut. Ansonsten versucht am Ende nicht in dieses Schild reinzuballern, sondern ein bisschen mehr zu bremsen, als ich das hier getan habe. Und dann seid ihr eigentlich ganz gut dabei. Sollte, denke ich, machbar sein. Ist tatsächlich aber nicht so das einfachste Rennen. Kann ich schon verstehen. Der Ford GT ist echt Mist. Falls ihr euch jetzt aber denkt, okay, das war jetzt echt übel, hoffentlich wird wenigstens das zweite Hypercar-Rennen leichter. Nein, das zweite Hypercar-Rennen ist das schlimmste Rennen in diesem Summit, und das mit Grund, denn der Pagani ist ziemlich verbuggt. Um Klartext zu reden, der Pagani neigt dazu, leicht in den Boden zu buggen, und wenn er das an bestimmten Stellen mit einem gewissen Tempo tut, dann werdet ihr Nullsteher kassieren, wie wir das in diesem Rennen und diesem Video auch sehen werden. Grundsätzlich gilt, Chaos ist Kontrolle. Kontrolle ist Chaos? Keine Ahnung. Im Endeffekt habe ich hier Vollspeed gegeben und mit Power Drift mich um die Kurven geballert, wie ihr hier gut seht am Anfang. Und das hat tatsächlich auch halbwegs funktioniert. Das gilt jetzt wieder für jeden, so gut ihr es eben in den Griff bekommt. Wenn ihr das nicht schafft und ihr kriegt diese Kontrolle nicht hin, dann fahrt ein Stück langsamer und versucht es normal zu fahren und zu kontrollieren. Funktioniert auch, ja? Also das müsst ihr tatsächlich so machen, wie ihr es hinkriegt. Bei 23%, kleine Warnung, bei der leichten Linkskurve habe ich eine Zeit lang versucht, das mit Power Drift zu machen, wo ich jetzt hier einfach durch den Zaun gefahren bin. Das hat mich so den ein oder anderen Neustart gekostet, weil warum auch immer, ich habe 5 Game Crashes hintereinander gehabt, als ich die Linkskurve bei 23% versucht habe zu Powerdriften. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall sein würde. Wenn es so ist, versucht die Kurve anders zu fahren. Ja, habe ich hier auch gemacht. Gut, bei 40% müssen wir gattern, das bedeutet stark abbremsen und dann die Kurve ganz weit innen nehmen. Ihr seht schon, das hat bei mir überhaupt nicht hingehauen, ich war viel zu schnell. Von daher einfach nur stark genug bremsen, dass ihr nicht vom Hügel fliegt. Wenn ihr es bis 50% geschafft habt und ihr den weiten Sprung hinter euch habt, kurz durchatmen, es wird nochmal eklig. Wir können respawnen, müsst ihr nicht, können wir aber bei ungefähr 55%, da kann man auch einen Powerdrift machen. Und nochmal bei circa 60%, wenn ihr da an diesen Pfeilern von dem Gebäudevorbau vorbeifahrt, funktioniert das auch ganz gut in den Checkpoint wieder respawnen. Und jetzt kommen gleich die Stellen, die wirklich ätzend sind, was das Thema in den Bodenbaggen angeht. Vor allen Dingen eine Stelle, die quasi nicht zu verhindern ist bei 90%. Jetzt können wir erstmal nochmal den Sprung über die Treppen machen, dabei gut R-Nitro, also kurz Nitro loslassen und dann im sechsten Gang voll Nitro durch. Dann seid ihr bei 450, wenn ihr landet mindestens. Das ist tatsächlich ganz solide. Der Sprung bei ungefähr 76%, aufpassen, wenn es hier den Sprung nach unten geht, war ich deutlich zu schnell in die Mauer geklatscht, auf 100 km/h abgebremst. Bremst da sehr früh, weit bevor ihr diesen Sprung runter macht, und dann solltet ihr da ganz gut rumkommen. Gut, und jetzt kommen wir bei den Sprung am Kongresszentrum über die Treppen. Fahrt da nicht mit über 300 km/h und lasst das Ding rollen, sonst passiert euch, was mir passiert ist. Ihr fliegt komplett in die Eisen, 50 km/h seitlich weggerutscht. Ich würde mal sagen, Zeitverlust von 5, 6, 7 Sekunden vielleicht. Also da ist tatsächlich richtig Zeitverlust drin. Mir wurde gesagt, um die 300 km/h und im Rollen kommt man da eigentlich auch ohne drüber. Es ist halt sehr buggy. Guckt, wie ihr es hinkriegt. Ihr habt es gesehen, ich habe es stehen lassen. Ja, ich werde das vielleicht nochmal verbessern, aber ich habe es jetzt erstmal stehen lassen, weil die Zeit auch so okay war. Das Auto ist halt Mist. Gut, der Volltreffertest. Ich habe ihn gemacht mit einem Punktebrecher auf Extrem und Erfahren auf dem Flugzeug bei der Civco Edge. Ihr könnt hierbei auch
Flugzeug und Powerboot kombinieren, wenn ihr nicht so gut im Fliegen seid. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich nur das Flugzeug benutzt habe. Wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr einfach nach den Flugzeugpunkten, die ja relativ entspannt sind, einen Blitzwechsel zu eurem favorisierten Powerboot machen, wo ein Punktebrecher auf Erfahren drauf liegt, und dann die restlichen Punkte mit dem Boot machen. Wenn ihr es hinkriegt, könnt ihr einfach im Flugzeug bleiben und das Ganze im Extremmodus überm Wasser zu Ende fliegen. Ihr müsst im ersten Teil keinen Extremmodus benutzen, aber spätestens wenn ihr überm Wasser seid, müsst ihr mit Extremmodus fliegen. Und dann im besten Fall nicht den Fehler machen, den ich hier gemacht habe, und zu panisch vorm Ziel lenken wegen der Brücke. Fliegt einfach über die Brücke. Ich bin drunter hergeflogen, wurde dann panisch und habe mich ins Wasser gelenkt. Witzigerweise hat beim Respawn das Ziel gezählt und dadurch habe ich trotzdem entsprechend die Punkte, als hätte ich das Ding sauber durchgeflogen. Glaube ich zumindest, dass das die Punkte sind. 128.000 Summit-Punkte sind hier auf jeden Fall die Norm. Gut, dann die Radarfallen mit einem Nitromischer auf rein und frenetisch wieder auf der Hub One Burning Wheels Edition. Die erste drehen wir nach hinten um und ihr werdet jetzt gleich ein bisschen fluchen müssen und ein bisschen euch denken, was zur Hölle soll der Scheiß eigentlich, weil das ist tatsächlich sehr random. Wir holen ganz hinten Anlauf, ungefähr bei der Autobahn, bei der kleinen Brücke hier, drehen dann um und schalten so schnell wie möglich beim Gasgeben in den fünften Gang. Und dann, sobald ihr im fünften Gang seid, könnt ihr Nitro geben. Und ihr werdet merken, dass bei der Kurve, wo ihr übrigens einfach geradeaus drüber schießen wollt, werdet ihr abheben, und zwar sehr stark. Wenn es so klappt, wie ihr es haben wollt, dann werdet ihr ungefähr am Beginn der Straße, wie bei mir hier, wieder landen. Und dann könnt ihr knapp über 600 km/h, ich glaube bis zu 650 km/h wird hier ungefähr machbar sein. Mit Windschatten machen wahrscheinlich einige wieder 700, werden hier möglich sein. Das ist extrem eklig und extrem krampfig, wird nicht bei allen funktionieren. Es ist eklig, kann ich verstehen. Bei der zweiten Radarfalle wird es ein bisschen angenehmer, aber auch nicht besonders viel. Wir holen einfach auf der anderen Seite Anlauf, drehen dann um und machen dasselbe Spiel nochmal. Ja, so schnell wie möglich in den fünften Gang. Also nicht sofort hochtippen, sondern so schnell wie es für das Auto Sinn macht. Und dann Nitro geben. Und dann müsst ihr möglichst kontrolliert Offroad in die Radarfalle rein, ohne dabei umzurutschen. Das heißt, je gerader ihr dabei seid, desto besser. Dann haltet ihr nämlich ungefähr eure 600 km/h. Wenn ihr könnt, fahrt das Ding mit Windschatten, ist nochmal ein bisschen besser, und denkt dran, bei der Radarfalle nicht ganz hinten Anlauf holen, weil sonst kriegt ihr die Kurve nicht. Gut, ich weiß, ist ein bisschen eklig, der Summit, ich weiß. Ich weiß auch, dass die Belohnungen nicht das Wahre sind, aber versucht das Ganze mal einfach mit Spaß zu sehen und mit Humor zu nehmen und locker zu machen und einfach Spaß dabei zu haben. Dann sollte das Ganze auch für euch machbar sein. So, jetzt darf die Stimme sich erholen, bis ich den The Crew 2 Summit Guide aufnehmen muss, also wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video war euch eine Hilfe. Like, Kommentar, Abo, alles gerne gesehen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, habt ihr aber eh schon Ehre verdient, weil dann habt ihr mir ordentlich Watchtime gegönnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis spätestens nächste Woche zum nächsten Summit. Bis bald.